Energie! Freiheit! Allemand? Oui! Wenn wir uns hier das mal anschauen, dann haben wir auf der einen Seite hier Bayreuth. Und wenn man sich das genau anguckt, dieses Häuschen, dann findet man genau dieses Häuschen hier auch in Afrika. Also das heißt, wer hat hier wieder wo geklaut? Ich bin auf der Suche nach einem Ort, an dem ich eben ein Festspielhaus, ein Opernhaus, ein Haus im Sinne von Joseph Beuys vielleicht baue, nämlich so eine Art soziale Plastik. Ein Gebäude im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs, wo ich sage, wo alle Künste ineinander fließen. Also es gibt zwar auch den Bildhauer und es gibt auch den Maler und es gibt auch den Musiker, den Schauspieler, aber all diese Künste, auch der normale Anstreicher, der normale Mensch auf der Straße, der sich nur nicht Künstler nennt, ist im Sinne von Beuys ja auch Künstler, obwohl ich glaube, dass wir das überhaupt auch schon da wieder nicht trennen dürfen. Wir müssen das alles zusammen sehen. Wir müssen einen Ort schaffen, in dem wir eben praktisch, so ist die Idee jedenfalls, etwas aus Afrika klauen. Kann man sich massieren lassen, glaube ich. Und Trimm dich Rad haben sie. Trimm dich Rad steht da drin. Kann ich mich ein bisschen trainieren hier. Dieses Projekt habe ich gehabt in der schon länger, und in der Nacht vor meiner Operation, wo ich ja noch gar nicht wusste, was passiert, da habe ich eben so eine Rechtsanwältin gehabt, die hat so mein Testament aufgeschrieben. Und da haben wir das bis 12 Uhr nachts gemacht, und dann musste ich dann eben ins Bettchen, und morgens um 6 ging es ja dann los. Und da hing so viel an Sehnsucht dran, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich mein Projekt, darum geht es mir. Weil ich mich auch frage, was ist der Sinn dieser Arbeit oder was war der Sinn? Und ich glaube, auf der einen Seite habe ich viel ich wollte einfach den Leuten nahebringen, dass viele Sachen eben nicht nur im Perfekten existieren. Dass das Leben eben auch aus dem Unperfekten entstanden ist und dass trotzdem dabei ein hoher Grad an Perfektion entsteht. Das ist das Gebäude. Das ist ja geil. Ja, muss man nicht viel machen, ein bisschen um kitten, und dann ist das wieder intakt. Wir glauben auch, dass wir in dieser Richtung hier etwas bauen, das sich eben selber wie ein Organ weiterentwickelt. Und dieses Gebäude hat Probenräume, soll auch was zum Wohnen haben, soll eine kleine medizinische Abteilung haben, wo man eben auch so eine Erstversorgung machen kann, wenn mal was schief geht. Ich sitze da hinten, auf der anderen Seite, wo der Ventilator steht. Da sitze ich dann immer. Du bringst Frische, das musst du dran glauben. Ja, das ist toll. Das ist der Regen, den ich euch versprochen hatte. Diesen Regen habe ich euch versprochen. Das ist es. Du hast den Kindern gebracht, dass Glauben und richtig nach vorne gehen ist wichtig. Ja. C'est un chinois. Non, non, c'est un chinois. Allemand? Oui! Ich selber bin sehr beeindruckt, was für Energie hinter diesem Kerl steckt. Also, das muss ich ehrlich sagen. Unsere Kultur hat so eine Bewunderung für so eine Energie, die aus einem Zustand heraus entsteht. Also, Christoph war krank und Afrika ist in seinem Herzen. Wenn die Leute das hören, für die ist es wirklich eine wunderbare Geschichte. Und man fühlt sich wichtig. Und man ist mit ihm. Ja? Und man hofft, dass das, was er vorhat, wirklich tatsächlich umgesetzt wird. Egal was. Opernhaus, das würde man auf Afrika übertragen müssen, aber das ist willkommen hier. Warum ist es jetzt hier passiert? Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist Beton, wegen Schubkraft. Und weiter, genau. Dann macht es die Bewegung. So. Ja. Und dann schaut es so. Ja, genau. Die Schnecke. Hamal. Hamal.
Von den Ideen und den Möglichkeiten ist das wie eine Schnecke, wo sich immer mehr dran baut, immer mehr neue Räume entstehen und wo sich das Gebilde auch nicht unbedingt als ein wunderschöner Kreis ergibt, sondern vielleicht tatsächlich wie so eine wildwuchernde Pflanze, die überall wieder neue Räume hat. Ja? So muss man sich das vorstellen. Hier ist kein Plan in Berlin entworfen, hier importiert und dann hier realisiert, sondern man hat einfach etwas, eine Vorlage aus der Natur und das nimmt man erstmal. Irre. Was für ein Gebäude. Hier kommt der Animatograph drauf, das passt ja perfekt. Ne? Hier machen wir den gleich drauf und das dreht sich dann alles. Das ist doch optimal. Mehr Körper! Energie! Freiheit! Das ist praktisch jetzt der Grundstein, die Grundsteinlegung. Ich bin ja auch dafür, dass man das in der Stadt macht, wenn überhaupt in der Stadt, aber in der Gegend, wo viele Leute sind. This is one idea of the Opera House. Aber ich finde das so irre, dass das so passt, ne? Ja, das ist super. Also wir müssen los, wir dürfen den Herrn Minister nicht warten lassen. Ja, aber ich nicht, wegen mir nicht. Wir haben einfach dieses Festspielhaus mal aus ganz vielen Elementen zusammengebaut und haben dann aber dieses Modell praktisch als Vorlage für das Opernhaus gebaut, das aus vielen Räumen besteht. Und mein Traum ist es, hier einen Ort zu finden mit Ihrer Hilfe, der so zentral liegt, dass viele Leute ohne Verstellung, ohne Abgrenzung, ohne oben und unten diesen Ort besuchen können. Nous avons visité de tels lieux. So, also das wäre so meine Merci Idee. Ja, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. It's a very big house. In the prospect, it looks a little bit smaller. Quand un projet comme celui de Christophe vient ici, c'est sûr que ça va nous enseigner encore davantage. Il y a des jeunes qui vont apprendre des choses. Ça va être une rencontre de culture, d'idées, d'imagination, d'imaginaire. First thing it was really is that rubbish. Your opera goes yeah. well. Yes. Yeah. Whenever or wherever it is, I wish the best accomplishment for it. If it is in Burkina, then I... Oh, sorry. Yeah. You are speaking to then your then I. Il y a un champ là. Là, il y en a plus d'espace là. Un champ là. Du kannst trinken. Wirklich, du darfst trinken. Aber nicht viel. Ein bisschen scharf. Nicht viel. Gib zwei. Ihr könnt ruhig trinken. Was ist das? Scharf ist es. Es sind 1 Milliarde Bakterien drin, aber euch werden sie nichts machen. Nur das Böse beseitigen. Das könnt ihr mir glauben. Ich glaube zumindest dran. Ja, wirklich. Das ist so toll. Also, das ist ein Traum. Vor einem Jahr lag ich noch da irgendwie flach rum und habe wirklich gedacht, ich komme gar nicht mehr aus dem Bett. Und jetzt erlebt man sowas. Das ist ein Geschenk. Ein wahnsinniges Geschenk. Und das muss ja auch, ehrlich gesagt, geschützt werden. Barca, Barca, Barca. Hier kommt das Opernhaus drauf. Hier oben drauf. Hier oben drauf. Das ist nicht der grüne Hügel, sondern der rote Hügel. Das ist ja, steinige rote Hügel. Eigentlich ist das ein geheimnisvoller Ort und es ist so toll, dieses Geheimnis jetzt langsam kennenzulernen und die anderen dann nachher mitzunehmen und ihnen wie so ein kleiner Junge dann zu zeigen, wo der Schatz liegen könnte. Ne? Und der Schatz ist man selber und der andere und das Ganze. Und das ist ja das, was ich eigentlich immer mein Leben lang gesucht habe, dass das Ganze der Schatz ist. Es ist nicht das Einzelne, ja, und mag ein Teil auch missgestaltet sein. Die Wahrheit ist das Ganze. Genau.